Guten Tag, Frau Musal. Heute sind wir noch gar nicht dazu gekommen, Ihren Fall zu besprechen, weil es heiß hergeht im Thüringer Landtag. Wie ist Ihr Zwischenfazit nach der inzwischen nun, ich glaube, zweiten oder dritten Unterbrechung? Ja, es ist ungewohnt turbulent. Ich fand schon erschreckend, dass der Abgeordnete Bühl von der CDU unseren Alterspräsidenten, den Alterspräsidenten des Thüringer Landtags, nicht mal hat seine Eröffnungsrede halten lassen wollen. Also er hat ihn ja, bevor er überhaupt irgendwas gesagt hat, hat er ihn schon unterbrochen. Das finde ich schon einem Parlament unwürdig. Und dass jetzt weiterhin versucht wird, den Alterspräsidenten dabei zu torpedieren, die Sitzung zu leiten, das ist, sage ich mal, erschreckend. Das Gefühl, es geht darum, möglichst schnell zu diesem Punkt zu kommen, wo die Geschäftsordnung verändert werden soll? Oder geht es grundsätzlich einfach darum, sage ich mal, Unruhe zu stiften, um den Alterspräsidenten aus der Ruhe zu bringen? Ich glaube schon, dass es um die Geschäftsordnung geht. Die anderen, also es ist ja bekanntlich eine andere Auffassung darüber, ob die Geschäftsordnung in dem Stadium überhaupt verändert werden kann. Wir sagen, der Alterspräsident ist dafür zuständig, nach den Regeln der Geschäftsordnung den Landtag so schnell wie möglich zu konstituieren. Also, oder sich konstituieren zu lassen, sozusagen durch die Wahl des Landtagspräsidenten und durch die Wahl des Vizepräsidenten. Das versucht und der Alterspräsident eben zu machen durch seine Sitzungsleitung. Und das wird von den anderen verhindert, wohl weil sie eben verhindern wollen, dass ein AfD-Landtagspräsident gewählt wird. Wie pflegt sich der Alterspräsident, der Herr Träubler, bis jetzt Ihrer Meinung nach? Ich meine, die Rede hat er gehalten, aber die Leitung dieser Sitzung, gelingt ihm das bis jetzt? Ich finde, er schlägt sich gut. Man muss auch immer beachten, dass die parlamentarischen Geschäftsführer, und der Herr Bühl ist ja auch sehr auf ihn losgegangen, dass die natürlich ihre parlamentarische Erfahrung haben. Herr Treutler ist Alterspräsident, weil er das älteste Mitglied des Thüringer Landtags ist. Er ist jetzt Neuling und natürlich, also ich sag mal, das ist ja auch emotional, wenn da plötzlich so einer auf einen losspringt, nicht das Angenehmste, sage ich jetzt mal. Und ich finde, er schlägt sich als Alterspräsident erstmal gut. Alles klar, gut. Also stellen Sie sich darauf ein, dass es heute noch länger dauert oder haben Sie es fast überstanden? Wie ist Ihr Gefühl? Mal abwarten. Ich bin gespannt. Ich fände es natürlich schön, wenn wir die Sitzung jetzt einfach durchführen könnten. Aber sag mal, bei der Blockadepolitik, die die anderen Fraktionen gerade betreiben, wäre ich nicht überrascht, wenn das auch weiterhin so geschieht.